Willkommen zurück zu World of Warcraft mit... Naja, so einen komischen Ork mit so einer komischen Frisur und noch einen viel komischen Kuh, die... Ich weiß nicht, die macht manchmal mehr Uhu, als das Mu macht. Ich habe eine coole Frisur. Was, klar, Frisur? Na, also ich habe nichts gegen deine Frisur gesagt. Nur gegen deine grüne Haut. Aber nun gut. Gehen wir mal weiter Quests machen. Wir haben jetzt herausgefunden, hey Mensch, die Quest, die wir beim letzten Mal zum Ende hin gemacht haben, nö. Die funktioniert nicht, weil verbuggt, weil nö. Und ja, da müssen wir halt jetzt anders questen, damit wir halt an unser Ziel kommen, die Weltherrschaft an mich zu reißen und naja, dann mal gucken. Ja, das schaffen wir auch so. Aber ich will nochmal zurückzukommen eben auf die Ansprache eben auf seine Frisur. Das ist eine Kuhfrisur. Also das, was er auf dem Kopf hat, das trägt eine Kuh am Ende. Schön, dass du seine Frisur bei dir verinnerlicht hast. Nee, ich habe kein Ende, ich habe ein anderes Ende. Du bist aber eine Kuh und du trägst es am Ende. Halt, ich bin Rind, ich bin nicht weiblich. Oh Leute, ey, wo habt ihr Biologie aufgepasst? Biologie, ja. So, Rückkehr nach Angrata, yay! Schwarzer Bildschirm, yay! Cutscene! Yay! Tatsächlich. Du hattest recht, was du vorhin besprochen hast. Lord Bulwer, dem Licht sei Dank. Vier Lauderern für die Allianz. Das ist eine gute Idee. Zurück, ihr dreckigen Affen! Söhne der Horde, Blut und Ruhm erwarten uns! Lugtauger, für die Horde! Ich war nicht sicher, ob ihr auftaucht. Ich wollte der Allianz nicht den ganzen Spaß lassen. Ja! Das Blut eures Vaters, eures Volkes, schreit nach Rache! Kommt her, Feigling, und büßt für eure Taten! Ihr nennt mich Feige? Wollt Rache? Ich werde euch zeigen, was Rache ist und was Angst wirklich heißt. Genug! Bringen wir's zu Ende! Ihr bezahlt für die Leben, die ihr stahlt, Monster! Große Worte. Doch es gibt nichts, das ihr... Was? Dachtet ihr, wir hätten vergessen? Dachtet ihr, wir hätten vergeben? Spürt nun die schreckliche Rache! Der Verlassenen! Sylvanas. Tod der Geise! Und Tod den Lebenden! Rückzug! Alle. Dies ist die Stunde der Verlassenen. Es ist aus. Kein Entrinnen. Für keinen von uns.
Und was haben wir gelernt? Haben wir was gelernt? Nö. Aber ich habe noch mal gefragt, ob jemand was gelernt hat. Also ich habe nichts gelernt. Nö. Außer vielleicht, dass man so grüne Giftwolken nicht einatmen sollte. Na, kommt drauf an, wie grün sie sind. Ach so. Ne? So, dann gehen wir jetzt auf zur nächsten Quest. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir dadurch bekommen? Hat das jemand drauf geachtet? Nee, ne? Nö. Ja, schade. Wie viel Erfahrung? Ja. 31.150. Oh, das geht ja. Da haben wir schon mal weniger gehabt. Trotzdem finde ich es bescheiden, dass sie das rausgenommen haben. Das war wirklich ein echt cooles Event. Ja, aber das ist halt wie das Event mit den Öffnern der Tore von Ankiraj. Ist halt auch nur einmalig gewesen. Nichts Dauerhaftes. Was Besonderes für diejenigen, die dabei waren. Genau. Oder halt der Angriff von Naxxramas auf Sturmwind und so. Hey, ich kann springen und fliegen. Ja, yeah, er kann springen und fliegen und so tun, als würde er irgendwas können. Ja, ne? Ich weiß ja, dass du nichts kannst. Ja, das ist auch richtig. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ach, oh Gott. Oh Gott. Die haben auch wieder viele Quests. Ja, dann vielleicht wieder gucken, was muss ich denn rausnehmen und sowas. Ich muss nichts rausnehmen, ich brauchte nur eine annehmen. Du Glücklicher. Die anderen habe ich schon. Also so, angenommen. Geht gerade so auf. Jetzt erstmal hier ordentlich questen. 7 Stück. Tja, ne? Wenn wir dann nicht 10% mehr Erfahrungspunkte haben, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann mal drauf. Ja, ne, ab auf die Elite. Ist immer eine gute Idee. Ach, da muss man doch irgendwas reinwerfen, ne? Oh, verdammt. Ja, ich erinnere mich. Ich bin tot. Ich kann dich nicht retten, momentan. Ey, was soll der Scheiß? Ich heile den Keks und ich krieg was auf die Fresse. Doch, richtig so, nicht? Wo stehen wir denn hier? Ach, wir hätten die Sprengladung benutzen sollen. Naja. Weil dann zerplatzen nämlich und das Fleisch, was er dann droppen, kannst du halt aufsammeln. Jo. Naja, ihr macht das schon. Das sind ja nur 274. Ja, also. Das wird schon. Irgendwie. Ich glaube, wenn man die zu zweit attackiert, dann sind sie hier halbwegs verbuggt, weil ich werfe hier schon die ganze Zeit immer was rein. Aber denkst du, da kommt was bei rum? Nö, ich bin tot. Ja, ich auch gleich. Toll. Hey. Okay, lass ich mal frei. Wie, das hast du noch nicht? Nein. Okay. Ich wollte mir angucken, was ihr da so macht. Was auch gleich der Schwein. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ich ja aus dem Schnee gekratzt werde. Aber hallo? Überleg mal, was für ein Heiler wir haben. Ja. Außerdem für dich verwende ich bestimmt kein Battle Reds. Battle Reds wollte ich ja gar nicht. Aber man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, ne? Nein, aber manchmal, wenn du halt dieses Let's Play betrittst, gleich erstmal ablegen. Aber du weißt schon, dass ich dich im Kampf nicht retten kann, ne? Normal. Nee, deswegen wollte ich ja warten, bis der Kampf zu Ende ist. Also. Bist du vom Stamm der Abwarten? Ja. Okay. Ich konnte dann schön ein Käffchen trinken. Immer dieses Kaffeetrinker. Hm. Ach, sag doch die Wahrheit. Ist doch schon eiskalt und du trinkst jetzt Cappuccino. Stimmt. Süß. Ich kenne die doch. Durchschaut. Kalt ist er nicht, aber Cappuccino ist es. So, kann ich wiederbeleben? Ja. Mensch, du Kuh, jetzt lauf doch mal. Bist ja immer noch nicht da. Ja, du, ich lauf schon die ganze Zeit, ne? Nimm mal die Beine in die Hand. Fang an zu rollen. Dann roll ich auf meinen Eier durch die Gegend, ne? Es geht nicht. Zu weh. Du weißt ja, Bulleneier sind nicht gerade klein.
Ja, ja. Ich sehe euch, Pappnasen. Und sagte die Pappnase, die tot ist. Ungültiges Ziel. Ja, es geht nur, wenn er halt diese Meldung kommt, hier eröffnet gleich sein Maul und sowas. Ach so. So, jetzt. Wirf für dein Leben. Ich hab gewerft, aber passiert nichts. Nee. Ah, jetzt. Zu spät. Mann! Ich will auch was abhaben. Ah, Loot ist gleich bestimmt gleich alle drei oder sowas. Wirf, mehr werfen. Es dauert einen Moment, bis es runter ist, den Stund. Zündschnur ist zu lang. So. Hab eins. Ah, Gott. Ihr habt wahrscheinlich schon fünf oder so. Vier. Nö, nicht wenn der eine, wenn der Kekse an der Haut klaut. Nicht, wenn hier Meister Luther kommt, ja, also. Meister Lutscher? Meister Luther. Achso. Ich will auch Bombe werfen. Ja, mach doch. Ich hab schon wieder gewerft, aber passiert wieder nichts. Ey, du weißt, der Lund ist zu lang. Ah, ich hab eins. Bin fertig. War klar. Also jetzt so, wie er da kommt, ne? Los, jetzt hast du deinen Keks in Bewegung. Mir fehlen ja nur noch vier. Ach man, das kann man nicht mal Spaß machen hier. Spaß muss sein. Geworfen, ey. Bist ja ein richtig, ne? Harter Brocken, du. Na, lass Amiga mal lammeln. Tut er so, als wäre er so gnädig. Tut er so, als wäre er nett, was er niemals ist. Ich habe nur eingesehen, dass es nichts bringt, wenn die mir vor die Füße fallen. Habt ihr schön gemacht, habt ihr. Ja. Bettitsch. 103. War klar. Ah. Ja, nun da wieder. Der braucht immer eine Extrawurst. Der rotzt da noch drei raus. Theoretisch. Nee, nur ein. Der versenkt im Boden gerade eben. Kann ihn gar nicht angreifen. Jetzt. Ah, jetzt. Bombe geworfen. Wirf. Ist doch geworfen. Ach, hast schon. Okay. So, dann mal jetzt gleich hier die Eisscherben hier einsammeln. Dann ist das auch schon erledigt. Die ganzen Sammeleien. Dafür mussten wir da runter, oder? Ja, ich glaube ja. Ach nee, können wir auch schon wieder Quest annehmen. Oh nein. Ja, da unten ist eine. Oh nein. Er springt natürlich runter. Ja, und ich springe auch noch daneben. Ist auch ich bin tot. Ich hab doch gesagt, ich springe daneben. Aha, ich bin richtig gesprungen. Ich brauche jemanden zum Reparieren. Der hat zwei Quests. Oh nein. Warum? Und hier ist irgendwo ein Fragezeichen. Ach, da. Der hat auch noch eine Quest. Oh nein. Und noch eine Folgequest. Ey. Was soll ich denn da alles aus dem Inventar rauslöschen? Und alles noch wichtige Inni-Quests. Ich habe gehört, wir müssen mal wieder nach Burg Upgrade. Und so langsam müssten wir da echt durchkommen. Oh. wie komme ich denn hier jetzt runter? Gar nicht.
Andere Frage, was muss ich tun? Eiskern, Jomol, blüm, 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 töten, okay. Kann ich. Oh mein Gott, ich darf leben. Es lebt. Und also du hättest mich ruhig da oben wiederbeleben können, damit ich die Quest annehmen kann, aber nein. Super, jetzt muss ich da nochmal runterfallen. In meinem geschwächten Zustand hier. Mehr als meine halbe Rüstung ist rot. So, du da. Zack. Jupp. Und da hat er natürlich noch weiter Quiz. Was kann ich denn mal rauspacken? Das kann weg. Dann. Das. Das sind 20.000. Hier unten ist irgendwie nichts. Eisnebelstärke kann weg. Waffen der Geißel. So. Es muss hoffentlich reichen. Bleib gut drauf. Erstmal in die Höhle gehen. Wenn wir auch welche los. Was sagst du jetzt nur so? Ach, in die Höhle rein. Das wäre noch eine Idee. Jetzt bin ich wieder oben. Ey. Und wer geht für mich reparieren? Tja, ich nicht. Okay. Oh, oh. Oh, ist er vor mir runtergefallen. Hast du schön vor deine Nase geklatscht, oder? Ja, hast du schön gemacht. Ja, immer diese Beppos hier. Das sind die schlimmsten. Heb doch mal auf. Was mache ich denn gerade, du Klappnase? So, dafür kannst du jetzt selber setzen und eilen. Ich bin ja quasi tot noch. Ist ja Wahnsinn. Muss man mit diesen Eisriesen irgendwas machen, damit man sie attackieren kann? Ja, ich habe gerade auch schon versucht rauszukriegen, aber ich glaube, die brauchen wir gar nicht, die Eisriesen. Sicher? Die sind auf jeden Fall Würmer, die müssen wir töten. Die Riesen kannst du ruhen lassen. Und ich glaube, die Riesen brauchen wir nicht. Na gut, dann nicht. Glaube ich. Dann gucken wir halt woanders. Wo geht ihr hin? In die Höhle. Eine große, weite, tiefe Höhle. Und das hier Jumunga-Fleisch. Gesundheit. Hier ist ein Wurm. Töte ihn. Bin dabei. Ja, guck mal, da kann ich einen looten. So, 2 von 8. Nicht nur du konntest den looten. Verdammt. Ich werde wahrscheinlich nicht looten können, wenn ich da ankomme. Das ist sehr gut möglich. Ja, nicht, dass hier schon einer durchgelatscht ist. Das sieht ganz stark nach aus. Erze! Doch, ich konnte ihn looten. Ich attackiere den jetzt nicht mit meiner geschwächten Rüstung, ne? Da kannst du knicken. Verdammt, er greift mich an. Er macht immer noch mehr Schaden als die Eule. Das ist gut. Hat für mich mitgezählt. Ah, es hat für dich mitgezählt? Shit. Ist er irgendwie... Ah ja, der wieder. Wer? Der Amiga-Link da. Der, was? Der Linke? Da war Loot von dir drin, du Sack. Ja, ich hab doch gelootet. Ja. Aber zu spät. Deswegen sprach ich ja in der Vergangenheit. Sonst hätte ich ja gesagt, ist... Das ist manchmal einfach so verwirrend. Ja, also manchmal. Okay, ich korrigiere immer. Ja, Amiga-Link, der tut mir auch schon irgendwie leid. Ich habe auch gedacht, ich gehe als Erster in die Irrenanstalt und melde ihn an. Och, willst du mich verarschen? Ich kann nicht mehr tragen. Am Arsch kann ich nicht mehr tragen. Hier, die Milch, weg damit. Walkschenke will eh keiner haben, weg damit. Was, das wollte ich aber noch haben und vielleicht auch noch vom Mana. Ist mir jetzt auch egal. Kleinen brauchen wir nicht, ne? Ich hol mal den großen da.
Hast du schön gemacht, hast du das. Hast du die Kiste da hingestellt gehabt? Ja. Rolle Willenskraft weg. Ich hab Wurmfleisch. Hat ich hab Würmer. Was? Mit der Kiste. Du musst die vor die Jungen hinstellen. Hab ich gerade gemacht, ist nichts passiert. Ja. Wenn ich sie wegnehme, dann ist auch so, ne? Mach das dann hier nochmal. Ah. Okay. Ach, dann muss ich dann auch noch machen, ne? Musst du dann auch noch machen. Oh, nee. Ich bekomme ein bisschen Schaden. Oh, jetzt nervt er mich auch. Ich komme. Wahrscheinlich. Ich muss um den dicken Warum läufst laufen. Du weg? Ich brauch den noch. Ja, sag mal. Hörst du schlecht? Ich bin ein bisschen tot. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, damit ich mal reparieren gehen kann. Ja, dann mach das. Und auch für eine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann hier weiter die Würmer klatschen. Yay!